Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier zum nächsten UKK. Es wurde ja in den Kommentaren öfters mal gefragt, wann kommt das nächste UKK. Ja, in letzter Zeit war es ein bisschen schwierig. Wo ich es machen wollte, hatte ich ja diesen Wasserschaden, den ich ja auch schon in diversen Vlogs erwähnt habe. Und ja, jetzt mache ich das einfach mal so zwischendurch. Noch vorm XXL-Tuber-Tag hatte ich demjenigen auch versprochen. Und ja, ich habe jetzt nebenbei meinen Bildschirm auf. Dann lese ich die direkt ab. Für euch werden sie natürlich wohl, oder blende ich die diesmal ein, oder blende ich einfach. Ne, ich mache einfach Picture in Picture, wenn ich sie vorlese, und dann passt das, geht auch ein bisschen schneller. Weil ich habe noch so viel vor heute. Nein, das soll jetzt nicht irgendwie eine doofe Ausrede sein, außerdem blendet mein Bildschirm so. Ich möchte das Farbschema behalten. What the fuck, Alter, Windows. So, fangen wir jetzt erstmal mit den Kommentaren aus dem letzten UKK, aus dem 10, irgendwie, was schon 2 Monate her ist. Fangen wir an, der erste Kommentar, auf den ich Bezug nehmen möchte, weil ich nehme ja auch alle Bezug. Und falls ihr euch gerade wundert, warum ich so ein bisschen voll neben der Spur bin und so, es ist früh morgens, ich habe kaum geschlafen, weil es einfach zu warm draußen ist. Tja, erster Kommentar, Steffi, es tut mir leid, Senpai, natürlich bist du scharf. Wie eine Chilischote. Und ich kann gerne mit dir kuscheln, wenn du magst. Ja, komm auf den Tuber-Tag. Dann kriegst du einen Keks. Wie ich es ja schon damals versprochen habe. Nur irgendwie ist da in den letzten 2, 3 Jahren über nichts passiert. Okay. Nächster, Julian Stone. Du hast auf jeden Fall. Alter, also dieses Farbschema. So, nächster Kommentar von Julian Stone. Du hast auf jeden Fall mehr Abos als nur 3K. Ja, ich habe 3200 und ein paar zerquetschte. Und nochmal Julian Stone. Kannst du mal Serious Sam 3 spielen? Ich habe kein Serious Sam 3. Welche Systeme gibt es das überhaupt? Bei PC wird es schwierig, weil mein Laptop, naja, aus dem gefühlten letzten Jahrhundert kommt. So, und jetzt suche ich erstmal den nächsten Kommentar. Der nächste Kommentar ist von Biene Mauzi, stand unter Minecraft. Keine Ahnung, kannst du mich grüßen? Ich heiße Jolina. Tja, Grüße an Jolina an dieser Stelle. Gott, wieso habe ich jetzt gerade so diesen Ohrwurm wieder von, ich glaube, Bosshaus war es mit Jolin, Jolin. Ich höre ja schon auf zu singen. Der nächste Kommentar von Steffi, dass diese Kerle auch nicht über die Fähigkeit verfügen, eine Tür normal zu öffnen. Was stand bei Outlast? Und ich wurde verfolgt in Outlast und da war eine Tür. Ist doch klar, wenn ein Mann oder ein Etwas hinter mir her ist, was mich will. Ist doch klar, dass ich dann durch die Tür renne und sie nicht öffne, obwohl ich sie dabei öffne und. Gottdammit, ich brauche eine Tasse Kaffee. Ein weiterer Kommentar von Agnes, Agnes, mit Leerzeichen dazwischen, Agnes, AG, Nintendo Entertainment System. I got no idea. Fand die Wegfindung auch nicht immer leicht. Wenn man dann auch noch gejagt wird. In Outlast wird man irgendwie immer gejagt, 24/7. Wird es noch schwieriger. Da freu dich schon mal auf den zweiten Teil, falls du diesen spielen wirst. Ja, ich werde ihn irgendwann mal spielen. Und ich freue mich schon drauf. Steffi hat den nächsten Kommentar. Du hast mit deinem Gepfeife meinen Hund irritiert. Schäm dich. Schande. Schande. Brauche jetzt eigentlich noch hier so eine Glocke, so wie in Game of Thrones, so Schande. Ding, ding, ding. Ja, es tut mir leid, dass ich deinen Hund damit irritiert habe. Ich wusste nicht mal, dass sie einen Hund hat. Ich hoffe, es ist auch ein Hund und nicht so ein kleiner Chihuahua, weil das ist kein Hund, das ist eine genmanipulierte Ratte. Also für mich ist ein Chihuahua kein Hund. Das ist eine Stolperfalle, eine Fußhupe, ein Teppich Porsche. Falls du doch einen Chihuahua hast, dann überhöre diese Worte bitte. Danke. Der nächste Kommentar von Steffi besagt, dass ich nicht Scheiße sagen darf. Ich solle mich schämen.
Wobei wir wieder bei Schande sind mit Ding, Ding, Ding. Gott, gibt's davon keine App? Doch, es gibt eine App, aber da sagt sie nur mal Shame, Shame, Klingelingeling. Die App war so Mist. Egal, ich solle mich gefälligst schämen, weil man sagt nicht das böse Wort mit SCH und mit einem I und einem SE. Naja, SZE, Buckel S. Gott, diese Rechtschreibung immer. Und der nächste Kommentar von Steffi in Final Fantasy Part 60. Das war das, wo Yuna heiratet. Und da kommt ein ganz komischer Kommentar von ihr zusammen. Ich wünschte, ich könnte mich richtig auf das Video konzentrieren. Ich bin viel zu verwirrt, aufgekratzt, verzweifelt, traurig. Ich finde keine richtigen Worte dafür. Liegt es daran, weil Yuna heiratet und du selber gerne ein Brautkleid tragen möchtest? Ich glaube, ich habe da einen Nerv getroffen. Ich kann mir jetzt schon ihren Kommentar vorstellen. So, ah du, ah, und auf in die Kommentare hämmern auf die Tastatur, die Tastatur, die Tasten fliegen durch den Raum. Der nächste Kommentar, aus dem ich nicht schlau wurde, ist von einem Herrn Uwe Proll, der irgendwie, glaube ich, nicht so ganz die Tastatur versteht. Da fehlt ein A. Das heißt wahrscheinlich du hast. Von Rammstein, sehr schönes Lied. Du hast. Also ich habe in diesem Falle eine Schlissfach. Ah, jetzt weiß ich, was er von mir will. Dust eine Schließfach Kompiasio übersehen. Ich glaube, der Herr ist Holländer und will mir sagen, dass ich eine Schließfachkombination übersehen habe. Jetzt hat es endlich. Klar. Ich glaube, er ist Holländer. Reden Holländer so? Ich habe keine Ahnung, Holländer und ich sind nicht die besten Freunde, zumindest im Straßenverkehr. Der nächste Kommentar ist von Elfendude. Ich hatte eine etwas längere. Nee, ich hatte überhaupt keine. Ich habe nur einmal geantwortet und ja, auf den Kommentar lösch dich. Meine Antwort ist ganz kurz und knapp. In den Kommentaren werde ich immer ein bisschen ausführlicher. Hier im Video fasse ich mich jetzt kurz, weil ich es leid war. Nein, ich lösche mich nicht. Warum sollte ich? Ich finde das auch immer so witzig, wenn die Leute sowas schreiben. Das würden die, Beispiel auf dem Tubertag, wenn der vor mir steht, der wird das Maul nicht auseinanderkriegen. Ist so. Nächster Kommentar von Steffi. Was habt ihr alten Männer eigentlich immer mit diesem Ja Moin? Gewohnheit. Was heißt hier alt? So alt bin ich nun auch wieder nicht. Ich bin sehr alt. Gefühlte 3000 Jahre alt. Oh Gott, meine Sprüche waren auch schon mal besser. Gott, das nervt, dass das hier so. Na egal, müssen wir jetzt durchkommen, wenn ich's mache. Der nächste Kommentar von Steffi. Das war dir zu hoch. Hast du Höhenangst? Ja, ich habe tatsächlich Höhenangst. Das war die Hölle für mich, als ich beim Moviepark vor 2 Jahren, ich glaube meine 2 Jahren war es, mit dem Banditen gefahren bin. Also diese Achterbahn, wo sich so anfühlt, als wenn man mit dem Hintern die Treppe runterfällt und die Achterbahn einen auch noch verprügelt. Ich habe da runtergeguckt und habe mir fast shit in my pants. Ah, jetzt kann Steffi nichts sagen. Ich habe nicht das böse Wort mit SCH gesagt. Ich habe das böse Wort mit SH gesagt. Gott, ich bin so fertig. Ja. Der nächste Kommentar von Technofighter. Geiler Name im Übrigen.
hättest mehr Aufrufe verdient. Endlich mal einer, der mal sagt, du hast mehr Aufrufe verdient und nicht, du hast mehr Abos verdient. Weil wenn man mehr Aufrufe hat, generiert man mehr Traffic und dadurch kriegt man auch mehr Abonnenten. Von daher, Aufrufe ist das, was zählt. Und wieder Rapzeit. Der nächste Kommentar, Julius Stone. Kannst du mal Titanfall 2 spielen? Ganz ehrlich, ich habe mir den Trailer von angesehen und es war gar nicht mal so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich bin ernsthaft am Überlegen, ob ich es mir nicht ernsthaft wirklich bestelle, was aber noch ein bisschen dauern kann. Weil ich bin nicht der Schnellste und bis das alles so bei mir läuft und... Der nächste Kommentar ist von einem Markus Lexa, also Herrn Markus Lexa. Wirst du nach dem Final Fantasy 10... noch ein Final Fantasy spielen? Ja, wenn es die Zeit erlaubt und meine Lust und Laune, weil ich habe hier noch so viele Final Fantasies rumliegen. Ich habe noch Final Fantasy 10, 2, ich habe noch Final 7, 8, 9, 10, ganz klar. Was habe ich noch? 13, 13, 2, 13, 3, also Lightning's Return und 13, 15, ja, und Final 15. Ich komme nur nie dazu, damit anzufangen. Das ist schrecklich. Der nächste Kommentar ist von Bacardi Flavor 2008. Glückwunsch zum 10. Geburtstag, wenn das 2008er Geburtsjahr ist. Alea. Ich denke, er meint Alter. Das Spiel ist Hammer, deswegen gucke ich mir das erklären. Danke dir dafür. Gern geschehen. Auch wenn es 4 Jahre her ist. Entschuldigung. Verdammt sind die Sprüche lahm. Entschuldigung. Teilweise muss man echt den Ton abschalten. Gern Entschuldigung geschehen. By the way, hoffe, du hast mittlerweile lesen gelernt. Ja, habe ich. Und seht mal, ich habe sogar mir ein Buch gekauft, was ich noch lesen werde. Weil ich hab's erst vor ein paar Tagen von der Post geholt. Und ich noch bei einem anderen Buch beisitze, was ungefähr 100-mal so dick ist. Also, naja, so. Ich kann lesen. Ich kann nur nicht vorlesen. Das ist ein Unterschied. Und der nächste Kommentar, der vorvorletzte, glaube ich, ist es. Weil ich habe jetzt hier ganz nach oben gescrollt. Von Music... Nee, Quatsch, was rede ich da? Von Burak SHS. Burak... Sorry, wenn ich es falsch ausspreche. Willst du Final Fantasy 15 spielen? Ich habe dazu schon was gesagt. Gut, das kann der Herr ja nicht wissen. Guckt ja nicht alle meine Kommentare durch. Aber es ist möglich. Ich weiß nur nicht, wann und... Ne, ja. Der nächste Kommentar, den nehme ich jetzt auch einfach nochmal mit rein, vom Music Video Special. Hi, den 7. Teil finde ich so toll, wie den 6. Teil. Und du? Den 7. Resident Evil Teil finde ich nach wie vor sehr, sehr geil. Also, bisher, weiß nicht, was noch alles passiert. Den 6. Teil, ich habe am Anfang ein wenig gespielt, also mit Leon, wo noch Zombies auftauchen. Dann habe ich kurz mit Jay gespielt, was irgendwie mich so ein bisschen an Transformers und Terminator erinnert hat. Und mit Chris habe ich noch gar nicht gespielt, aber ich habe gehört, Chris soll der letzte Mist sein. Also die Mission von ihm und das von einem Resident Evil Hardcore Gamer zu hören, der sagt, Leon toll, Jake Durchschnitt, Chris Mist. Weiß ich nicht, ich werde es auf jeden Fall spielen, weil Resident Evil und ich liebe Resident Evil. Und der letzte Kommentar, Steffi hat die Ehre, den letzten Kommentar des Tages hier zu nennen. Und zwar, wenn deine Frau dir nicht mal die Hand absägen darf, ohne dass man gleich beleidigend wird, ist es einfach keine Liebe. Ich gebe die Frage einfach mal weiter an die verheirateten Männer da draußen oder die in einer Beziehung sind und vielleicht heiraten wollen. Ich heirate nicht, weil ich das Geld für die Scheidung noch nicht zusammen habe, aber das ist was anderes. Und weil ich der Steffi immer noch keinen Antrag machen konnte. Weil sowas möchte ich ganz gerne persönlich machen. Da bin ich traditionell. Ja.
Ja, wer von euch würde sich von seiner Frau die Hand absägen? Absägen, abschlagen, die Hand abmachen lassen? Irgendwie erwarte ich jetzt, dass mir einer irgendwo antwortet, obwohl das im Video ja hier gar nicht möglich ist. Also jetzt, wo ich gerade aufnehme. Schreibt es mir doch einfach mal unten in die Kommentare. Einfach Hand ab oder Hand dran. Das wäre witzig, weil dann wüsste ich auch, worum es geht. Ja, das waren erstmal alle Kommentare. Ich bin jetzt ein bisschen so durchgeflogen. Ich bin jetzt nicht auf jeden Kommentar eingegangen, weil wenn ich auf alle Kommentare eingehe, dann wird das hier ewig dauern. Bis dahin, ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag und sage auf Wiedersehen. Schaut!